Hallo, herzlich willkommen. Ich bin der Samtex Wookie und ich zeige euch den Erfolg in Black Ops 3. Maximale Feuerkraft, übernehmen Sie ein ASP. Die ASP, die gibt es in der Kampagne auch. Und da kann man sie mit dem Extra unten rechts, kann man gegnerische Maschinen übernehmen. So auch die ASP, das geht leider in der Kampagne, geht es leider nicht. Das muss man im Trainingssimulator machen. Der befindet sich im Unterschlupf. Da könnt ihr euch zu viert hinsetzen und dann kommen irgendwann mal, spielt ihr Runde 1 bis 16 und ab einer bestimmten Rundenzahl kommen eben die ASP, die könnt ihr dann übernehmen und dann habt ihr, zack, das war der Erfolg, maximale Feuerkraft, einen ASP übernehmen, wie gesagt im Unterschlupf, Trainingssimulator starten, einfach deine Stuhl einsetzen und dann Klassenauswahl machen, mit welcher Waffe ihr spielen wollt. Ich spiele hier mit dem Sturmgewehr und ja, dann einfach so lange aushalten, bis die ASP kommen, übernehmen und gut ist. Dieser Trainingssimulator geht von 1 bis 16 und das Video werde ich im Anschluss hochladen. Ja, nimmt einen Klasseneditor, eine Waffe, mit der ihr am besten spielen könnt. Umso höher der Schwierigkeitsgrad, umso mehr Punkte gibt es. Für abschließen eine Runde. Bonuspunkte gibt es, wenn ihr die Runde ganz schnell abschließt, da kriegt ihr Bonuspunkte für die Zeit. Und ihr müsst Runde 1 bis 16 abschließen und wenn ihr das schafft und mehr wie 27.500 Punkte erreicht, was eigentlich kein Problem ist. Also ich habe es auf Soldat gemacht, das ist die zweite Schwierigkeitsstufe und das ist wirklich ganz easy. Dann das Video hänge ich gleich hinten hin. Ja, ich habe es wie gesagt auf Soldat gemacht. Einfach alle Runden aushalten. Und dann, wenn ihr sterben solltet, habt aber diese Punktzahl erreicht. Zum Beispiel für Bronze braucht man, glaube ich, 1500 Punkte. Glaube ich, ich zeige es im Anschluss. Dann 3000 Punkte für Silber und 27.500 für Gold. Das gibt dann nochmal einen Erfolg, das Abschließen, wenn man mehr wie 27.500 Punkte hat, wenn man das erreicht hat, gibt es dann nochmal einen Erfolg oder Trophäe, je nachdem. Und es ist alleine absolut schaffbar, also es ist ganz easy. Alle Gegner wegrotzen, die Runde überleben, zu dem Ball hinrennen, dann die Runde neu starten und das so lange machen, bis unten seht ihr die Punkte. Ich habe jetzt, das ist die Runde 10 von 16, habe ich 12.194 Punkte. 27.000 braucht man. 500, dann gibt es nochmal einen Erfolg und der heißt, jetzt machen wir ernst, Gold im Trainingssimulator erreichen. Und das ist dann ganz easy, das hänge ich gleich hinten hin. Also ich hoffe, ich habe euch geholfen. Viel Spaß noch und haut rein. Ciao, euer Wookie.